Es gibt noch einige Punkte über die Achtsamkeit, die noch zu erwähnen sind. Erst einmal gibt es noch eine Körperbetrachtung, die wir ja auch schon etwas angefangen haben durch die Kontemplation, nämlich die Kontemplation, dass wir dem Verfall der Krankheit und dem Tod ausgesetzt sind. Und zwar ist diese Körperbetrachtung von dem Buddha die Leichenfeldbetrachtung genannt worden. Denn in Indien damals und auch noch heute kann man auf den Friedhöfen sozusagen, wo die Leichen verbrannt werden oder auf den Verbrennungsstätten, die Leichen rumliegen sehen. Es ist nicht alles so genau, steril und eingeordnet wie bei uns, wo man ja die Leichen nicht rumliegen sieht. Da muss man sich schon bemühen, irgendwo hinzugehen. Und zwar diese Leichenfeldbetrachtung hat er empfohlen, sich selber einmal als einen toten Körper zu sehen. Die Kontemplation also ist nicht ein darüber nachdenken, sondern ist ein sich tot erleben, innerlich erleben. Und da hat er neun verschiedene Art und Weisen dieser Betrachtung angegeben, die alle darauf hinmünzen, dass wir uns effektiv einmal sehen als nur ein Gerippe oder sogar ein verstreutes Gerippe oder sogar ein gerade gestorbener Körper, der dann am nächsten Tag aufgedunsen ist, verfärbt ist, von Würmern angefressen wird. Manchmal wirft man dem Buddha vor, dass er nur negative Sachen beschreibt. Das ist der Grund aber dafür ist etwas ganz anderes. Ist nicht, dass wir nun negativ werden. Im Gegenteil. Des Buddhas Lehre ist der mittlere Weg. Und da wir alle mit unserem Körper sehr verbunden sind, identifiziert sind bis ins Äußerste und ihn eigentlich wirklich nicht verlieren wollen, denn dann glauben wir ja, dass wir weg sind, obwohl wir vielleicht intellektuell das bestreiten, gefühlsmäßig muss man das erstmal erleben. So wollte er uns damit beibringen, eine Balance zu finden. Denn die Wahrheit liegt ja darin, dass wir eines Tages dort tot liegen werden, nach einem Tag aufgedunsen, nach dem zweiten Tag verzerrt, nach dem dritten Tag von Würmern angefressen, sollten wir nicht sofort verbrannt werden und aus Staub nur bestehen. Die Tatsache ist ja wahr. Und um die ist nicht herumzukommen. So gern wir auch möchten, wir können nicht darum herumkommen. Wenn wir uns einmal also vor Augen führen und uns selber so erleben und bei allem Widerstand dann durch diesen Widerstand hindurchgehen können und es effektiv akzeptieren können und nicht nur akzeptieren, sondern damit leben, tagtäglich, ändert sich unsere ganze Einstellung zum Leben. Erst wer sein Leben gegeben hat, kann sein Leben wirklich erfahren. Es ist eine Hingabe zu dem, ein wirkliches inneres sich hingeben zu dem, wie es wirklich ist, wie die Wahrheit ist. Und mit dieser Wahrheit kommt dann ein Erkennen, dass dieses ganze Wollen und Streben, dass dieser ganze Stress, dass diese ganzen Hassen und Ablehnen, dass diese ganzen Begierden ganz unnötig sind. Wo will ich denn hin damit? Am Ende liege ich ja sowieso in der Erde drin. Oder ich bestehe aus Staub. Und auch selbst wenn man mich im Ganzen begräbt, bestehe ich nachher auch aus Staub. Das weiß jeder. Aber wer lebt schon so? Der ganze Stress ist immer wieder nur darum, weil es soll etwas geschehen und es soll auch so bleiben. Das Gegenteil ist nicht, dass man nichts mehr tut. Das Gegenteil ist, dass man es tut, ohne zu erwarten, dass das nun permanente Resultate bringt. Man tut es um des Tun willen, nicht um der Resultate willen.
Und dann wird man auch sehr viel einfacher erkennen können, was wichtig ist zu tun und was nicht. So sind diese Leichenfeldbetrachtungen, so wie der Buddha sie genannt hat, sehr hilfreich, um sich einmal vorzustellen, wie man effektiv aussieht, nachdem der Tod eingetreten ist. Dass das nur der Körper ist, ist eine zweite Sache. Aber da wir so damit verbunden sind und uns so ich nennen und die ganze Zeit, wie die Fernsehmannschaften hier war, was haben sie denn eigentlich fotografiert? Die ganze Zeit haben sie immer nur Körper aufgenommen. Und Gesichter gehört ja auch zum Körper. Das ist alles, was man sieht. Und darum müssen wir einmal erkennen, ja, das ist ja so vergänglich. Es kann ja morgen zu Ende sein. Es kann ja theoretisch gesprochen heute Abend zu Ende sein. Und was dann? Die ganzen unerledigten Sachen noch zu erledigen? Das ist besser, wie jeden Tag zu erledigen, ne? Sich vorstellen, nach einem Tag, zwei Tage, drei Tage, dann nur Skelett. Dann vielleicht das Skelett verstreut. Dann vielleicht nur noch Staub. Alles Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Wenn man damit zurande kommt, kann man sich außerdem noch vorstellen, wie der Tod eintritt. Der Moment des Todes. Ich glaube, jeder hat genug Fantasie dazu. Was immer jeder gerne sich vorstellen möchte. Manchmal kommt es spontan hoch. Irgendetwas kommt von ganz alleine hoch. Das kann sehr leicht sein, dass das etwas ist, wovor man besonders Angst hat. Es kann auch etwas sein, was schon ähnlich einmal im Leben passiert ist. Es kann auch etwas sein, was in früheren Leben passiert ist. Es ist ganz unwichtig, darüber nachzudenken, was immer spontan hochkommt, erleben. Und wenn der Geist sich absendet davon und es nicht mag, vollkommen in Ordnung, andermal wieder machen. Einmal zurücktreten und das nächste Mal wieder machen, bis der Geist es akzeptiert. So ist es wirklich. So sieht es aus. Dies ist die letzte der Körperbetrachtungen, die der Buddha erwähnt hat, die natürlich auch zu Einsicht führt, genau wie die anderen, die ich schon erwähnt habe. Alle sind wichtig, einmal auszuprobieren. Jeder wird ein Besonderes finden, das ihn am meisten interessiert. Wir können dem Geist ruhig das anbieten, was ihn besonders interessiert. Denn das, was ihn besonders interessiert, der würde sich auch dafür mehr Zeit geben, wird ihm einfacher sein, sich damit zu beschäftigen. Und darum gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten der Einsichtsmethoden. Und gibt es viele verschiedene Möglichkeiten auch der Ruhemethoden, die man benutzen kann. Jetzt handelt es sich auch darum, dass wir nicht nur innen, sondern auch nach außen achtsam sein können. Nach außen achtsam sein hat besonders zwei verschiedene Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, die sehr wichtig für uns ist, was ist der Anlasser? Was ist jetzt von außen auf uns zugekommen, dass wir so reagieren. Also vielleicht beim Körper, wieso zucken wir zusammen? Oder wieso ziehen sich die Schultern zusammen? Werden wir plötzlich in einer, oder vielleicht, wieso ziehen wir die Zähne aufeinander? Was ist passiert? Was ist der äußere Anlass, der gekommen ist? Oder es kann auch der innere Anlass sein, ein Gedanke natürlich. Diese äußeren Anlässe, die auf uns zukommen, auf die wir reagieren, sind auch wichtig, einmal kennenzulernen. Denn wenn wir sie nicht kennenlernen, wenn wir immer weiter in derselben Art und Weise reagieren, wird sich nie etwas ändern. Aber wenn wir einmal den äußeren Anlass gesehen haben, dann wissen wir auch, wieso wir so reagiert haben und können es wahrscheinlich ändern und loslassen, entspannen. Wir können sehr leicht auch feststellen, wieso der Körper plötzlich Schulterschmerzen bekommen hat, wenn es ganz plötzlich gekommen ist. Wieso ist das plötzlich? Was ist der äußere Anlass? Solche Dinge sind häufig erkennbar, manchmal natürlich nicht. Manchmal sehen wir nicht, was passiert ist.
Aber das sind eine Möglichkeit der Achtsamkeit. Die zweite Möglichkeit der Achtsamkeit ist von uns hinaus auch zu sehen, was körperlich vorgeht. Das eine wäre zum Beispiel die Elemente, die in uns existieren, die auch draußen um uns herum existieren. Dieselben Erdelemente, dieselben Temperaturelement, dasselbe Wind-Luftelement und dasselbe Wasserelement. Das ist ein nach außen gehen, das außen um uns herum erkennen. Das ist sehr wichtig, um uns die Möglichkeit zu geben, uns eingebettet zu fühlen in allem dem, was existiert. Sobald das einmal erkannt ist, wie wir alle gleich sind, ist ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Nichtgefährdetseins kommt hoch. Wir können auch bei anderen Menschen ihre Bewegung beobachten. Wir können zum Beispiel sehen, wenn jemand sich sehr achtsam bewegt und können uns vielleicht einmal einen Entschluss fassen, ach ja, ich möchte mich auch achtsam bewegen. Oder wir können auch sehen, wenn jemand sich unachtsam bewegt und sagen, ach nein, ich möchte mich nicht unachtsam bewegen. Aber auf keinen Fall den anderen verurteilen, auf keinen Fall den anderen als ein Objekt der Kritik benutzen, weder gut noch schlecht, sondern nur als ein Objekt des Spiegelbildes. Es ist ein Spiegelbild für uns selber, weiter nicht. Wenn wir jemanden sehen, der sehr achtsam ist, dann können wir vielleicht erkennen, ach, ich habe es gar nicht so achtsam, ich muss auch ein bisschen mehr achtsam werden. Oder wenn jemand das Gegenteil ist, ach ja, vielleicht habe ich das auch gemacht, muss mal aufpassen. Nichts weiter wie ein Spiegelbild. Dazu wäre zu sagen, dass alles, was wir in anderen sehen, nichts weiter ist wie ein Spiegelbild unserer selbst. Es ist unmöglich, das zu sehen, was wir nicht selber schon in uns haben. Wenn wir uns vor einen Spiegel stellen, dann gibt es da nur die Widerspiegelung von dem, was ist. Es ist unmöglich, dass da irgendetwas erscheint, was dem Spiegel gehört. Und so ist es mit unserer Umwelt. Sie ist ein Spiegelbild unserer selbst. Darum sagen wir, nur ein Buddha erkennt einen Buddha. Wenn wir kein Buddha sind, wenn wir nicht erleuchtet sind, würden wir ja nie wissen, wie ein Erleuchteter ist. Noch nicht mal vorstellen können wir es uns. Im Gegenteil, wir würden vielleicht glauben, der Erleuchtete ist verrückt. Es ist absolut möglich, dass wir so etwas denken, weil wir keine Ahnung haben, was es bedeutet, erleuchtet zu sein. Wir können nie einen solchen erkennen. Aber wir können ganz gut erkennen, wenn jemand ärgerlich wird. Denn das können wir selber. Das wissen wir sofort. Und wir können auch sehr gut erkennen, wenn jemand ärgerlich ist und so tut, als ob es nicht wäre. Das können wir auch selber. Wir können auch sehr gut erkennen, wenn jemand vollkommen achtlos ist, keine Achtsamkeit hat, das kennen wir alles selber. Alles, was wir wissen über andere, ist das, was wir in uns tragen. Und sehr häufig das, was wir in uns schon erkannt haben. Und das, was wir besonders ablehnen, ist das, was wir an uns selber überhaupt nicht leiden. Und wo wir immer gerne so tun, als ob wir es nicht hätten. Und wenn wir dann aber nicht drum hinkommen, das bei dem anderen zu sehen, dann macht uns das ganz besonders ärgerlich, dass der andere sowas hat. Weil er uns ja noch einmal das Spiegelbild so verdeutlicht, dass es ja doch ein bisschen schon hier innen etwas tut für uns, sagen, mache ich das auch? Ach, unmöglich, sowas mache ich nie. Es ist natürlich auch möglich, bei langer Praxis, dass man in dem anderen erkennt, das, was man früher gemacht hat. Es ist zwar nicht ganz so einfach mehr zu erkennen, dass man das, was man früher auch gemacht hat. Darum können ja auch so oft die Erwachsenen sich nicht mit den Kindern identifizieren. Wir haben es ja alle gemacht, was Kinder machen, aber wir haben es vergessen. Und dann müssen wir uns erst wieder hineindenken. Und darum ist es schon möglich, dass wenn man lange praktiziert hat, man im anderen erkennt, was man selber früher gemacht hat. Dann kommt nie eine Verurteilung.
Denn im Moment, wo man das verurteilen würde, was der andere macht, würde man sich ja selber verurteilen. Man weiß ja ganz genau, man hat es selber gemacht. Es bleibt immer wieder dabei, es ist ein Spiegel. Und daher können wir diesen Spiegel benutzen als eine äußere Achtsamkeit, die, wie ich ja schon sagte, keinerlei Verurteilung und noch nicht mal eine Beurteilung in sich hat. Achtsamkeit hat das nicht, sondern sie hat einfach ein Erkennen. Nur erkennen, weiter gar nichts. Das ist alles, was er hat. Und da kann uns das schon behilflich sein. Und der Buddha hat es auch immer wieder erwähnt. Das Innenachtsamkeit, Außenachtsamkeit. Und das kommt bei allen Fällen zur Sprache, wo es sich um Einsicht handelt. Natürlich nicht bei der Ruhemeditation, ist ja klar. Ich meine, man kann nicht ruhig werden, wenn man außen was betrachtet. Man kann nur ruhig werden, wenn man in sich geht. Aber bei allen Einsichtsmethoden ist das nach außen gehen auch wichtig und hilfreich. Alles das, was uns hilft, unser Selbsterkenntnis zu vergrößern, unsere Hindernisse abzulegen, alles das ist richtig. Wo immer uns etwas hilft. Manchmal haben wir ganz besondere Hilfe durch besonders schwierige Situationen, die wir absolut nicht leiden können. Ist so schwierig, wir wollen es nur loswerden. Aber wenn wir dann Achtsamkeit und Wissensklarheit verwenden, dann benutzen wir diese schwierige Situation in ihrem rechten Sinne. Sie ist nämlich gekommen aus einem einzigen Grund, um uns etwas zu lehren. Es gibt keinen besseren Lehrer als Dukkha. Das ist der allerbeste, den es gibt. Der ist immer dabei, bleibt immer bei uns, dem können wir nie weglaufen, auch wenn wir der Situation schon längst weggelaufen sind. Das Dukkha, wenn es nicht aussortiert ist, bleibt immer dabei. So können wir das nur eigentlich solchen Situationen oder solchen Menschen, die wir heraufbeschworen haben, recht dankbar sein. Solange wir nicht verstehen, was sich da abspielt, solange haben wir es noch nicht gelernt. Aber in dem Moment, wo eine Klarheit hochkommt, aha, das ist das, was mir das zeigen soll, dann können wir es benutzen. Das heißt also, die Achtsamkeit hat sich immer wieder nach innen gewendet, auf die Reaktion, die aus der Situation entstanden ist, sodass, je unangenehmer sie ist, desto mehr Lehre liegt darin drin. Nicht immer würde es uns möglich sein, das so zu benutzen. Sollten wir aber das einmal wirklich verstehen, so würden wir jede Situation in dem Sinne erst einmal beschauen. Denken, was soll mir das jetzt beibringen? Um was handelt es sich? Was sind die Schwierigkeiten, die ich mit der Situation habe? Wie kann ich sie beseitigen? Nicht die Situation, die Schwierigkeiten. Das ist nämlich der ganze Unterschied, wie man am besten mit solchen Dingen umgehen lernt. Und der Lernprozess geht immer weiter, immer wieder, sodass ständig irgendwo etwas in unserem Leben ist, das für uns ein Lehrer sein kann. Sodass wir nie ohne Achtsamkeit zu sein brauchen. Denn jede schwierige Situation muss ja beachtet werden. Da bin ich schon auf die zweite Grundlage der Achtsamkeit gekommen, nämlich die zweite Grundlage ist das Gefühl. Und das Gefühl in diesem Sinne bedeutet unsere Emotionen. Wir haben natürlich Gefühle, die auch Empfindungen sind, Körperempfindungen, aber die sind hier für uns ja nicht von solcher Bedeutung, denn auch auf diese Körperempfindung reagieren wir ja mit Emotionen. Wenn die Körperempfindung angenehm ist, dann haben wir die Emotionen des Gernhabens und Behaltenwollens. Und wenn die Körperempfindung unangenehm ist, haben wir die Reaktion, dass wir es nicht gern haben und loswerden wollen. Also es handelt sich immer wieder um unsere Emotionen. Und das Interessante daran ist auch, dass obwohl der Buddha immer wieder den Körper als das wichtigste Achtsamkeitsobjekt bezeichnet hat, so leben wir doch anhand unserer Emotionen. Wir glauben zwar, wir leben anhand unseres Denkens, aber das stimmt nicht. Das Denken ist eine Reaktion auf unsere Emotionen. Wir denken nämlich so, wie das Gefühl sich gezeigt hat. Entweder angenehm oder unangenehm und dann kommt das Denken hinterher.
Und das Denken selber bringt auch ein Gefühl, sodass wir dann wieder auf das Gefühl reagieren. Wir sind also ständig dabei zu reagieren auf unsere Gefühle. Das heißt also, werden ständig bei uns die Knöpfe gedrückt. Und wenn wir das nicht einmal merken und vielleicht den Apparat abstellen und die Knöpfe einfach nicht mehr drücken lassen, so wird es immer so weitergehen. Und dann wundern wir uns immer, wieso manchmal die angenehmen und manchmal die unangenehmen Knöpfchen gedrückt werden, wieso das nicht immer alles harmonisch verläuft. Das kann es gar nicht tun, weil unsere Gefühle sind angenehm und unangenehm. Beides ist da. Der Weg hinaus ist die Achtsamkeit. Der Achtsamkeit, auf was ist für ein Gefühl entstanden? Und mit dem Gefühl kommt ja sofort schon die Reaktion. Und die Reaktion ist eben immer nur eine. Und das ist die Begierde. Was aber auch einschließt, das Ablehnen. Die Begierde haben zu wollen oder die Begierde nicht haben zu wollen. Das ist immer wieder nur das eine. Und das ist die erste und zweite noble Wahrheit, die der Essenz der Lehre des Buddhas sind, die er formuliert hat, vier noblen Wahrheiten, im Moment seiner Erleuchtung. Die erste noble Wahrheit ist, dass Dukkha, das Unerfüllende, Unzufriedenstellende, existiert. Es ist da. Und das zweite noble Wahrheit ist, dass es nur einen einzigen Grund dafür gibt. Nämlich die Begierde. Das Wollen und das Nichtwollen. Und das können wir jederzeit bei uns selber feststellen. Und wenn wir das bei uns selber festgestellt haben, dann passieren zwei Dinge. Das erste ist, dass wir Vertrauen in das Buddhas Lehre fassen. Wir werden vertrauensvoll. Der Buddha hat ja wirklich gewusst, was er gesagt hat, es stimmt. Und das zweite ist, und dieses Vertrauen, wie ich schon darüber gesprochen habe, ist eine ganz wichtige Bestandteil unserer Praxis. Ohne das Vertrauen haben wir keine Basis, auf der wir uns ausruhen können. Ohne das Vertrauen sind wir ständig mit uns selber beschäftigt. Und da ist keine Basis zum Ausruhen. Aber wenn wir der Buddha-Lehre vertrauen, so haben wir wenigstens eine Basis, wo wir uns mal hinsetzen können, innerlich, und sagen, also was hat denn der Buddha dazu gesagt? Muss ja nicht immer die eigene Meinung sein. Und das zweite ist, dass wenn wir das einmal erkannt haben, wir auch erkennen können, wie man das Dukkha los wird. Indem man nämlich das Wollen fallen lässt. Die Begierde. Das Begehren, das Haben wollen oder das Loswerden wollen. Einfach fallen lassen. Einfach stimmt zwar nicht, aber fallen lassen. Wir können das mit Kleinigkeiten versuchen. Wenn wir über irgendetwas ein Problem haben, was wir unbedingt wollen und wo wir doch ganz berechtigt fühlen, dass es ja unser ist und unser sein sollte, aber jemand macht es uns streitig. Aus irgendeinem Grund. Entweder glaubt er auch, es ist seins oder er will nicht so, wie wir wohl wollen, passt ihm nicht, was immer es sein mag. Und darum haben wir Dukkha. Weil wir kriegen nicht, was ja so ganz selbstverständlich unser sein sollte. Kommt man raus aus diesem Problem? Nur mit einer einzigen Haltung. Das Wollen fallen lassen. Loslassen. Nicht mehr wollen. Die Erleichterung ist derart, dass man es von dann an immer wieder machen wird. Es gibt keinen anderen Weg. Der andere, der will. Der andere, der glaubt auch, dass er recht hat. Sonst würde er ja gar nicht wollen. Der andere ist vielleicht noch mehr egozentrisch als wir selber. Was ist zu tun? Gar nichts. Wir können nur mit uns selber arbeiten. Und mit dem Fallenlassen des Wollens ist das ganze Dukkha weg. Selbst wenn wir es nur mal eine Sekunde fertig kriegen, merken wir schon, dass in der Sekunde die Leichtigkeit hochgekommen ist. Es ist so, wie es ist. Und außerdem haben wir ja schon die Leichenfeldbetrachtung gemacht und wissen sowieso, dass es sich ja nicht um so etwas Wichtiges handeln kann, denn da unten ins Grab können wir es ja sowieso nicht mitnehmen, was immer es sein mag.
ob es die Emotion ist oder ob es das Materielle ist, was immer es sein mag. Es ist doch nichts mitzunehmen. Dieses Fallenlassen des Wunsches, der Begierde, das zu haben oder loszuwerden, ist der wichtigste Punkt, um irgendwelche Probleme, mögen sie nicht so kleiner Art sein, umzugehen. Und es ist der Hebel, der in Kraft setzt, das innere Gefühl des Unbeschwertseins. Beschwertsein ist eine menschliche Eigenschaft, bei manchen Menschen stärker als bei anderen. Aber Unbeschwertsein kommt nur davon, wenn man es wollen loslässt. Nichts anderes kann man tun. Das ist es. Also, wenn wir zwei Dinge machen. Erstens einmal, unsere Gefühle untersuchen. Das heißt also, wenn sie in uns hochkommen, nicht gleich reagieren. Sondern wenn ein Gefühl des Ärgers hochkommt oder ein Gefühl der Ablehnung oder ein Gefühl des Habenwollens, was immer es sein mag, Begierde oder Hass, was immer es ist, nicht gleich reagieren, untersuchen. Das Gefühl des Hasses kann auch auf körperliche Empfindungen basiert sein. Zum Beispiel, wenn wir hier sitzen und es tut ein Bein weh, was ja leicht vorkommen kann, oder ein Rücken oder irgendetwas tut weh. Kopf, Bauch. Da haben wir genug Plätze, wo was wehtun kann. Und sofort kommt ein Gefühl, dieser Empfindung verursacht dann dieses Gefühl der Ablehnung. Und zwar kommt dann der Gedanke, ich mag das nicht. Weil erst kommt dieses Gefühl der Ablehnung hoch. Das einmal untersuchen und sehen, ob man nicht einfach fertig werden kann mit der Tatsache, dass hier der Körper sich mal nicht so wohl fühlt, was er ja sowieso zeitweilig tut. Ganz abgesehen davon, ob man so sitzt oder nicht. Da können wir schon einmal merken, dass hier ein unangenehmes Gefühl ist, dem wir nicht zu reagieren brauchen. Wir müssen nicht. Wir können, wenn wir wollen. Und das ist der ganze Unterschied. Solange wir auf unsere Gefühle immer ohne Unterlass reagieren, haben wir keine Wahl. Da sind wir ständig gezwungen zu reagieren. Erst in dem Moment, wo wir erkannt haben, dass wir nicht reagieren müssen, sondern auch fallen lassen können, was immer es ist, was da hochgekommen ist. In dem Moment können wir ein Gefühl der Freiheit bekommen. Ich kann reagieren, wenn ich will. Wenn ich will, kann ich jetzt mein Bein ändern. Aber ich muss nicht. Ich kann auch so damit weitermachen. Es ist ja nur ein unangenehmes Gefühl, das körperlich vorgekommen ist, auf das ich emotionell nicht reagieren muss. Das ist aber wahr in allen Situationen. Nicht nur mit diesem hier sitzen und Beinschmerzen bekommen, sondern es ist wahr im Leben, wo unangenehme Gefühle hochkommen, wenn man etwas Unangenehmes hört, was wohl jedem passiert, oder etwas Unangenehmes liest, oder in irgendeiner Weise mit unangenehmen Sachen konfrontiert ist, vor allen Dingen natürlich mit anderen Menschen. Da kommt ein unangenehmes Gefühl hoch. Dieses unangenehme Gefühl leitet uns zur Reaktion. Und zwar, wenn wir das immer wieder tun, zu sehr häufigen unangenehmen Reaktionen, mit denen wir uns das Leben schwer machen. Wenn wir hier in der Meditation lernen, die Wahl zu treffen, dann brauchen wir das nicht weiter im Leben auch nicht zu machen. Wir müssen nicht reagieren. Wir können uns das anhören, was jemand sagt. Wir können auch zugeben, dass wir schon an dem Geräusch vorbeigegangen sind und schon ein unangenehmes Gefühl bekommen haben. Vollkommen in Ordnung. Aber wir können Halt machen vor der Reaktion. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Genau wie das Bein auch ein unangenehmes Gefühl haben kann. Wenn wir uns einmal damit einig werden, dass der Mensch angenehme und unangenehme Gefühle hat und dass da kein Ausweg draus ist, dass der Ausweg in der Reaktion liegt, dann wird es uns bestimmt leicht fallen, das einmal auch zu praktizieren. Wir müssen es nur erstmal akzeptieren. Wir müssen nicht immer glauben, dass uns die angenehmen Gefühle unser Geburtsrecht sind, was gerade in einer wohlhabenden Gesellschaft
sehr häufig der Irrtum ist, weil wir ja auch so erzogen werden. Es soll uns bloß nichts wehtun, es soll bloß nichts fehlen, alles soll da sein. Die unangenehmen Gefühle und die angenehmen Gefühle sind jedes Menschen Geburtsrecht und nicht nur die angenehmen. Und wenn uns das klar geworden ist, dann stehen wir etwas freier da mit unseren Reaktionen. Das heißt also, wieder die Achtsamkeit, die wir also auf die Gefühle wenden, die nach innen geht, die aber auch wieder nach außen gehen kann, und zwar wieder den Anlass erfinden, was hat das Gefühl verursacht, und auch sich, wenn wir an anderen Menschen Gefühle erkennen, Emotionen erkennen, sie als Spiegelbild benutzen. Ach ja, das mache ich auch manchmal. Und das scheint ihm doch gar nicht zu nützen, was er da macht. Will es lieber auch nicht mehr machen. Oder in der Weise. Oder man kann auch mal erkennen, das habe ich früher gemacht. Es tut mir leid. Ich habe Mitgefühl mit dem Menschen, dass er es immer noch macht. Aber ihn dann erziehen zu wollen, ist ein ganz großer Fehler. Im Moment, wo ein Mensch unter Emotionen leidet, kann er nicht mehr zuhören. Wir auch nicht. Im Moment, wo die Emotionen uns den Geist vernebeln, können wir die nichts mehr klar verstehen. Die Gefühle sind auch ein Teil des Geistes, aber dann hat der Buddha die Verschiedenheit gezeigt, der Achtsamkeit vom Körper zum Gefühl, und das nächste, der Geist als solcher. Und das vierte sind dann der Inhalt des Geistes. Der Geist als solcher soll erkannt werden als entweder Hass oder Gier enthaltend, zusammengeschrumpft oder erweitert, sich der Leere hingebend oder dem Egozentrismus, irgendeines Erkennen der Geisteshaltung, die wir einnehmen. Das ist, bevor wir das in Worte fassen. Die Geisteshaltung, die wir einnehmen, hat noch keine Erklärung in uns. Sie ist erst einmal, wir könnten es nennen, eine Stimmung. Eine Stimmung, die in uns hochgekommen ist, die wir erkennen können mit Achtsamkeit. Ist etwas schwieriger natürlich, weil es noch nicht so klar ist. Aber wenn wir die Achtsamkeit in der Meditation gelernt haben, so wird das immer leichter. Die Stimmung des Geistes ist vielleicht eine ablehnende Stimmung. Die Stimmung des Geistes ist vielleicht eine zustimmende. Die Stimmung des Geistes ist vielleicht eine liebende oder eine hassende. Die Stimmung des Geistes kann sein, dass sie sich mit dem Universum beschafft oder mit dem Individuum. Wir können die Stimmung erkennen. Und wenn die Stimmung negativ ist, Vorsicht vor der Äußerung. Denn dann kann die Äußerung nur negativ sein. Also erst die Stimmung erkennen, was sich da drin, so wie sich das da drin anfühlt im Geist. Wir haben alle das ständig zur Hand. Wir sind unser eigenes Laboratorium. Wir brauchen gar nichts anderes. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Vergrößerungsglas. Und das ist die Achtsamkeit. Mit diesem Vergrößerungsglas ist dieses Laboratorium vollkommen offen, alles zu erkennen. Und der Buddha hat auch immer wieder gesagt, das, was sich hier drin abspielt, spielt sich überall ab. Das ganze Universum liegt in diesem Körper und Geist. Da kam es ständig bei uns, das ganze Universum. Diese ganzen Nachfragen, die man so intellektuell machen kann und will, was ist eigentlich da draußen los, kann man alles hier drin finden. Und im Moment, wo man es hier drin gefunden hat, ist das andere sowieso klar. Also dieses Laboratorium, mit dem wir da die Stimmung erkennen können, ist uns immer zur Hand und sollte auch immer benutzt werden. Und wenn wir uns so betrachten, haben wir auch eine ganz viel mehr objektivere Haltung uns selber gegenüber. Wir bleiben nicht so subjektiv. Mir ist das geschehen oder ich muss das machen oder ich muss das haben oder ich muss das loswerden. Oder die Welt kümmert sich nicht um mich oder wie es immer sein mag. Diese subjektive Haltung des Mir, Mein und Mich
wird auch etwas in Frage gestellt, wenn wir uns selber als ein Laboratorium anschauen und uns selber als unseren Untersuchungsfall benutzen. Wenn wir achtsam sind auf unsere geistige Stimmung, so können wir das auch in anderen erkennen und uns dann nicht mehr wundern, wenn sie mit unangenehmen Dingen rauskommen, weil wir erkannt haben, dass ihre geistige Stimmung zu der Zeit nicht vorteilhaft war. Das Erkennen darf nie, und das wiederhole ich noch einmal, mit Tadeln zusammenhängen. Es soll nur Spiegelbild sein. Je mehr wir es als Spiegelbild benutzen, desto einfacher wird es für uns, uns selber zu erkennen. Wenn wir einen schönen großen Spiegel haben, dann sehen wir ganz genau, wie wir aussehen. Sonst müssen wir hier so rumgucken und sehen, wie sehe ich denn eigentlich aus, kriegen aber kein ganzes Bild. Ein Spiegel ist sehr hilfreich. Die meisten Leute haben ja auch Spiegel in ihren Wohnungen und Häusern. Der Inhalt der Gedanken, die vierte Achtsamkeitsbasis, ist dann der von der Stimmung hervorgebrachte und auch schon erklärte Teil des Geistesvorgangs. Das heißt also, wenn die Stimmung eine ärgerliche ist, dann kommt dann im Geist, ich kann den nicht leiden oder die nicht leiden. Oder wenn die Stimmung eine freundliche und fröhliche ist, dann kommt vielleicht der Inhalt, ach, das ist aber ein netter Mensch. Diesen Inhalt zu betrachten, ist das, was ich schon erklärt habe, die vier großen Anstrengungen. Das Unheilsame ins Heilsame umändern. Wenn wir das im täglichen Leben uns immer wieder vor Augen halten, das Unheilsame ins Heilsame zu verändern und das Heilsame beizubehalten, so haben wir einen Läuterungsprozess, der uns die Meditation vereinfacht und der uns das ganze Leben vereinfacht. Es wird immer einfacher, weil es sieht alles viel harmonischer aus. Man muss sich nicht dagegen stellen. Dass es immer noch gut und schlecht gibt, ist klar. Wenn es schlechte Dinge gibt, bei denen man effektiv eine Fähigkeit hat, etwas zu tun, um sie zu verbessern, so soll man das tun. Wenn man die Fähigkeit nicht hat, soll man die Hände davon lassen. Das, was man wirklich verbessern kann, indem man anderen Leuten hilfreich sein kann, aber nur, dass man es kann, weil man die erlernte Fähigkeit hat, ist unsere Hilfestellung, die uns immer wieder auch Gutes bringt, weil wir an andere dabei denken. Aber nur protestieren nutzt überhaupt nichts. Man kann nur das geben, was man innerlich schon geschaffen hat. Der Inhalt des Geistes hat noch einen anderen Begriff. Und zwar sind da genannt die verschiedenen Lehrrichtungen des Buddha, die den Inhalt des Geistes bilden können. Zum Beispiel einmal die fünf Hindernisse. Aber über die werde ich noch separat in Einzelheit sprechen, weil die sehr wichtig sind. Oder zum Beispiel die vier noblen Wahrheiten, von denen ich die ersten beiden jetzt kurz erwähnt habe. Die vierte davon ist der noble achtfache Pfad, der uns zur Freiheit führen kann. Aber auch das ist ein langes Objekt der Erklärung. Es hat außerdem, wird erwähnt, der Geist könnte also eins von den Hindernissen in sich beinhalten, die ich noch erklären werde. Es könnte eins von den noblen Wahrheiten in sich beinhalten, der Geist. Und es könnte eins von den sieben Erleuchtungsfaktoren beinhalten. Bei den sieben Erleuchtungsfaktoren ist interessant zu wissen, dass der erste die Achtsamkeit ist. Ohne Achtsamkeit geht es einfach nicht. Und der Buddha hat gesagt, zum Beispiel, dass die Achtsamkeit so ist wie das Salz im Curry. Man kann scheinbar kein Curry essen ohne Salz. Es heißt so, es würzt alles. Ohne Salz kann man keine Speisen essen. Es ist alles ungewürzt. Die Achtsamkeit ist das, was uns auch unser eigenes Leben, selbst wenn es außerhalb überhaupt gar keine Dinge hat, die von großem Interesse sind, hochinteressant macht. Es gibt keine Langeweile, wenn man Achtsamkeit benutzt.
Es ist unmöglich, zwei Dinge auf einmal zu haben, Achtsamkeit und Langeweile. Und außerdem ist die Achtsamkeit auf diese eine Person, die da andauernd was denkt, was fühlt, was macht, ja von großem Interesse ist, wie ein Film, der abläuft. Man kann ja gar keinen besseren Film finden, als den, wo man selber mitspielt. Und noch dazu sind wir der Hauptperson. Was Besseres kann man denn schon finden? Es gibt unmöglich eine uninteressiert sein. Es gibt unmöglich sich ein abwenden wollen, wenn Achtsamkeit da ist. Denn die ganze Zeit ist ja etwas, irgendetwas passiert ja. Und wenn man darauf die Achtsamkeit wendet, auch wenn es nur ein Gefühl ist oder ein Gedanke, so bleibt das Interesse an dem spirituellen Wachstum immer bestehen. Weil man sieht ja ganz genau, was sich da so abspielt. Wenn wir also den Inhalt des Gedanken, unserer Gedankenwelt mit Achtsamkeit haben, so bleibt das Interesse bestehen. Die zweite von den sieben Erleuchtungsfaktoren ist die Erforschung der Phänomene. Hier ist das Wort Dhamma wieder benutzt. Und zwar, wie ich schon sagte, das Wort Dhamma ist die Lehre des Buddhas und außerdem auch Wahrheit und Naturgesetz. Aber es hat noch einen anderen Begriff, und zwar ist das der Begriff die Phänomene. Alles, was existiert, sind Dhammas. Es gibt nichts anderes als Phänomene. Und der zweite Erleuchtungsfaktor ist die Untersuchung dieser Phänomene. Das heißt also ein objektives Aufmerken. Die Achtsamkeit objektiv auf alles zu richten, was es existiert. In diesem Fall ist eine besondere Richtung des Buddhas genannt, nämlich diese alle Phänomene zu untersuchen nach Vergänglichkeit, nicht zufriedenstellen und Substanzlosigkeit. Ob diese drei oder eins von den dreien in diesem Phänomen, was gerade erschienen ist, zur Achtsamkeit enthalten ist. Wenn wir also wissen, dass wir das tun, in dem Moment, so haben wir in dem Moment einen der Erleuchtungsfaktoren benutzt. Es wird natürlich erst ein Erleuchtungsfaktor, wenn wir es perfektiert haben, aber es kann nur ein Erleuchtungsfaktor werden, wenn wir es praktizieren. Auf dieses Entstehen und Vergehen auch aufzupassen, im täglichen Leben, bei allem, was existiert, es muss nicht nur unser Atem, unsere Gedanken, unsere Gefühle sein. Es können andere Dinge sein, können materielle Dinge sein. Es können unsere Ideen über andere Menschen sein. Es können andere Menschen sein. Alles Mögliche ist da gegeben. Das heißt also, wenn wir im Geist behalten haben, dass Entstehen und Vergehen eine Tatsache in uns selber ist, dass wir dies dann auch beibehalten als eine Untersuchung all dem gegenüber, was uns entgegentritt. Ob das eine Unterhaltung ist, die angenehm oder unangenehm ist, ob das ein Moment ist, in dem etwas passiert, was immer es sei. Und wenn wir das innebehalten, dass wir aufpassen auf Entstehen und Vergehen, so wissen wir, dass wir den zweiten Erleuchtungsfaktor praktizieren. Dass die Untersuchung der Phänomene. Diese drei, die ich eben erwähnt habe, auf Pali, Anicca, Dukkha, Anatta. Anicca ist die Unbeständigkeit und Vergänglichkeit. Dukkha habe ich schon erklärt, können wir beibehalten das Wort. Und Anatta ist die Substanzlosigkeit. Diese drei werden genannt die drei Charaktereigenschaften des ganzen Universums. Auf Pali die Ti Lakanas. Ti ist drei und Lakanas sind die Charaktereigenschaften. Von diesen dreien sollte man sich eins aussuchen. Was einen gerade zur Zeit besonders interessiert, das kann man dann wieder ändern, kann man sich wieder ein anderes aussuchen. Aber wenn man im Moment, sagen wir mal, gerade interessiert ist an Dukkha, weil man entweder keins hat oder zu viel davon hat, dann sollte man das untersuchen. Ob das wirklich überall in allem existiert? Stimmt das, was der Buddha gesagt hat? Ist überall Dukkha? Wieso kann überall Dukkha sein? Weil nichts bleibt. Weil alles entsteht und vergeht. Weil nichts vollkommen zufriedenstellend ist. Und weil wir es immer gerne behalten wollen.
weil wir ja noch nicht in dem Fluss eingetreten sind, der ständig entgeht und entsteht und vergeht, sondern weil wir immer noch festhalten wollen am Ufer. Wenn jemand gerade viel Dukkha hat, so kann das hilfreich sein, mal zu schauen, ob es wirklich universelles Dukkha gibt oder nur persönliches. Derjenige, der gerade keins hat, wird nicht so interessiert dran sein. Der vorher hat gerade keins. Der will gar nichts von wissen. Der ist vielleicht mehr interessiert daran, mal das Entstehen und Vergehen zu untersuchen. Das ist etwas mehr neutral. Wenn alles entsteht und vergeht, naja, das kann man auch sehr oberflächlich anschauen. Aber wenn man in die Tiefe kommt von diesem Entstehen und Vergehen, dann sieht man, dass es darum ja alles Dukkha ist. Man kommt wieder zum Dukkha zurück. Man kommt vom Dukkha auf Entstehen und Vergehen zurück. Alle drei halt gehen ineinander über und führen zum Letzten, zu der Substanzlosigkeit. Nirgends ist eine Essenz zu finden, die bleibt. Nirgends ist eine Festigkeit in der Mitte, an der man sich festhalten kann. Jeder versucht und keiner hat damit Erfolg. Und darum ist keiner richtig fröhlich. Man kann sich eins von diesen dreien aussuchen und untersuchen und sehen, ob es stimmt. Der Buddha hat nie gewollt, hat immer gewarnt vor einfach glauben, was er sagt, oder einfach ablehnen. Beides, hat er gesagt, ist närrisch. Untersuchen. Weder glauben noch ablehnen. Rausfinden, selber rausfinden, ob es stimmt. Rausfinden, ob entweder Entstehen und Vergehen stimmt oder ob Dukkha stimmt oder ob Substanzlosigkeit stimmt. Jemand, der viel Vertrauen in die Lehre des Buddhas hat, sucht sich sehr oft Dukkha aus. Jemand, der sehr analytisch denkt und gerne Sachen auseinander nimmt, der sucht sich sehr oft die Substanzlosigkeit aus. Und da kommt man dazu eines Tages wie zu einer Zwiebel. Habt ihr schon mal eine Zwiebel auseinandergenommen? Immer noch ein bisschen, und was bleibt am Ende übrig? Nichts. Überhaupt nichts in der Mitte. Und doch sieht das Ding so solide aus. Und in der Mitte ist kein Kern. Immer wieder kann man ein Stück davon abziehen. Und so kann man das untersuchen, ob es stimmt, wenn man einen analytischen Geist hat, der gerne sich auch wissenschaftlich betätigt, ob es stimmt, dass es nirgends einen Kern, eine Substanz gibt. Und ein Mensch, der mehr auf Konzentration geht, also mehr auf Ruhe, hat im Allgemeinen lieber zu untersuchen, das Entstehen und Vergehen. Aber das muss nicht immer stimmen. Jeder kann sich aussuchen und außerdem ändern wir uns auch andauernd und können uns auch dieses Objekt ändern, mit dem wir investigieren. Dieses Nachprüfen dieser drei, kann man auch alle drei nachprüfen, wenn man will, ist der zweite Erleuchtungsfaktor, der dann eines Tages dazu kommt, dass alles so gesehen wird. Aber nicht intellektuell. Nibbana, die Erleuchtung, die Freiheit, die Problemlosigkeit ist nicht intellektuell zu erreichen. Es muss ein Gefühl sein. Wenn es kein Gefühl ist, dann existiert es nicht. Und daher ist auch diese Untersuchung immer wieder, obwohl sie mit dem Geist gemacht wird, kommt dadurch ein Gefühl des Verständnisses hoch. Dieses Gefühl des Verständnisses bringt dann eine Änderung. Wir können das natürlich auch in der Meditation machen. Wir können auch in der Meditation, wie ich ja schon öfter gesagt habe, das Entstehen und Vergehen betrachten. Wir können auch in der Meditation das Dukkha betrachten. Und das Dukkha sind nicht nur Körperschmerzen. Das Dukkha ist vor allen Dingen diese kleine Stelle im Inneren, die sagt, ich bin nicht vollkommen erfüllt. Es müsste doch noch etwas mehr geben. Wo ist denn das? Und nicht mehr nach draußen suchen, dass das von draußen kommt, dass es einer gibt oder dass es einer hat, der es teilen will oder dass es sich auch um Menschen handelt, die bei mir bleiben oder irgend so etwas. Sondern dass man erkennt, dass dieses Unerfülltsein, dieser kleine
Lehre, die sich da drinnen gebildet hat oder die man nun erkannt hat, dass die Dukkha ist und dass die nur zu fühlen ist und nur auszumerzen ist, wenn wir außerhalb der Welt, außerhalb dem Weltlichen, die transzendieren zu dem Erkennen, was nicht mehr auf der weltlichen Ebene liegt. Das ist dann die Untersuchung, die in der Meditation eventuell entstehen kann. Wo ist mein Dukkha? Solange ich glaube, dass mein Dukkha jemand gemacht hat für mich, solange ist noch kein spiritueller Vater. Keiner macht uns Dukkha. Wir machen uns nur unser Dukkha allein. Und wir haben es alle, bis wir die Erleuchtung, die Befreiung haben. Von dem, was wir glauben, wie es ist. Wir brauchen nur einmal unseren Geist umzuwenden. So wie wir glauben, dass es ist, ist es nicht. Das ist ganz anders. Aber dazu gehört eben die Praxis. In der Meditation können wir auch untersuchen die Substanzlosigkeit, indem wir in uns selber hineingehen und schauen, ob da was zu finden ist, was eine Kernsubstanz ist, die unveränderlich ist. Es ist sehr wichtig, diese Nachfrage zu treffen, denn nur dann kommt die eigene Weisheit hoch. Bis dahin haben wir uns auf andere verlassen und das nutzt uns nichts, denn die anderen haben ja ihre Ansichten. Die dritte von den 7 Faktoren der Erleuchtung, die auch uns hier noch behilflich sein kann, ist die geistige Energie. Die geistige Energie, die mit Willenskraft zusammenhängt und auch mit Selbstdisziplin. Es heißt, an sich heißt der dritte Faktor nur Energie, aber es hat nichts mit körperlicher Energie zu tun, die allerdings dadurch auch natürlich kommt, durch die geistige Energie. Die geistige Energie, die eben diese Willenskraft und Disziplin einschließt und die wir ganz deutlich in uns merken können, vor allen Dingen in der Meditation. Wenn der Geist scharf aufpasst und erlebt, so ist die Energie da. Wenn der Geist vernebelt ist und nur so halbwegs erlebt oder wenn er in die Weite schweift, ist er nicht diszipliniert, ist keine Willenskraft dahinter, so spüren wir, dass dieser Faktor uns fehlt. Diesen Faktor immer wieder hochzubringen, ist eine Notwendigkeit. Er wird aber von selbst geschaffen, wenn wir den Geist zur Ruhe bringen können. Und darum ist auch dieser dritte Faktor vor den nächsten 4, die alle mit den meditativen Vertiefungen zusammenhängen. Die 7 Faktoren der Erleuchtung haben als erste 3 die Achtsamkeit, die Untersuchung der Phänomene, dann die geistige Energie und dann kommen die 4 Faktoren der ersten 4 Vertiefungen. Die werde ich ein andermal besprechen, weil so weit bin ich noch nicht gekommen bis dahin. Aber diese Energie wird von selber geschaffen, wenn der Geist einmal so zur Ruhe gebracht wird, dass er nicht denkt, dass er also keine Energie ausgibt, sondern sie nur schöpft aus der Ruhe. Er schöpft diese Energie aus den Ruhestadien und hat dann wieder neu geschaffene Kraft. Man kann das ganz leicht vergleichen mit dem Körper. Wenn wir den nicht einmal zu Bett legen und ihm etwas Ruhe vergönnen, dann hat er bestimmt nach kurzer Zeit schon nicht mehr Energie. Der Geist braucht dasselbe. Das heißt aber nicht einschlafen, sondern es heißt, dass dem Geist es möglich ist, einmal innerlich sich zu verinnerlichen, dort zu ruhen, sich zu erweitern, sich in eine Bewusstseinsebene zu begeben, die nicht mit dem Alltäglichen zu tun hat und dort auszuharren. Und dadurch kommt eine starke neue Energiezufuhr. Diese Energiezufuhr können wir uns selber immer wieder schaffen
und ist absolut nötig, um überhaupt diesen Weg erfolgreich zu gehen. Denn sonst ist es ja immer so, dass wir uns auch gerechtfertigt finden, zu sagen, ach, ich bin zu müde dazu und ach, ich kann jetzt nicht und ja, wenn ich Ferien habe und so weiter. Also ist schon möglich, dass wir zu müde sind für dies oder jenes, aber wir können dem auch Abhilfe schaffen. Und das ist hier, wie ihr seht, einer der Faktoren der Erleuchtung, diese geistige Energie immer wieder aufrecht zu erhalten. Denn sonst ist unser Leben zu kurz, um zu etwas zu kommen. Wir haben zu viel Zeit im Bett. Sehr viel Zeit. Diese drei Faktoren sind etwas, was wir in uns erkennen können, ob sie da sind. Das heißt also, sie sind genannt als Geistesobjekte. Mit der Achtsamkeit können wir erkennen, ob einer von diesen dreien vorhanden ist. Wir können auch mit der Achtsamkeit erkennen, ob eine von den vier noblen Wahrheiten vorhanden ist. Vor allen Dingen die ersten beiden, die ich schon erwähnt habe. Der dritte ist die Erleuchtung, die werden wir wohl nicht erkennen gleich. Die braucht vielleicht etwas mehr Zeit. Aber die ersten beiden, nämlich, dass wir Dukkha haben und dass es daher gekommen ist, weil wir etwas wollen oder loswerden wollen. Das ist ein sehr wichtiges Erkennen eines Geistesobjektes. Und wenn es uns möglich ist, dies einmal loszulassen, haben wir schon einen großen Schritt getan. Ein anderes von den Inhalten des Geistes kann noch die sechs Sinnesobjekte sein und die sechs Sinnesgrundlagen. Von denen habe ich schon gesprochen. Das ist uns vielleicht schon ganz klar. Das sind die sechs Sinne, die wir haben und ihre Objekte. Die Basis ist immer das Auge, das Ohr, die Nase, der Geschmack, der Körper und der Geist. Und dann sind die Objekte, auf die sich diese eins von diesen sechs Sinnen hinrichtet. Und dadurch kommt dann das Sinnesbewusstsein. Die drei müssen zusammenkommen. Erst die Basis, das heißt das Auge. Dann ein Objekt, was das Auge sehen kann. Und wenn das zusammengekommen ist, entsteht das Sehen, dass das Sinnesbewusstsein ist. Diese Sinne einmal zu erkennen, wie es funktioniert, bringt uns mit der Achtsamkeit zu einem ganz tiefen Erkenntnis, wie ein Mensch funktioniert. Es hat aber ein ganz einschlagendes Resultat. Wenn wir uns einmal untersuchen nach unseren Sinneskontakten, Auge, Augenobjekt und das Sehbewusstsein, verlieren wir sehr viel von unserer Ich-Illusion. Weil so lange, bis wir das nicht gemacht haben, denken wir ja, ich sehe, ich höre, ich denke, ich schmecke, ich rieche. Ja klar, oder ich taste an. Aber wenn wir einmal das auf das Sinnestor und dann das Sinnesobjekt und dann das Sinnesbewusstsein hin untersuchen, dann sieht man ganz klar, dass das ja einfach abläuft. Da sitzt ja gar kein kleiner Junge, kleines Mädel drin, die das immer arrangieren. Es läuft ab. Keiner arrangiert irgendwas. Das ist also eine sehr wichtige Einsichtsuntersuchung, die ich ja schon näher erklärt habe. Und vor allen Dingen kann man das auch außerhalb der Meditation machen, aber auch in der Meditation. Und es ist eins der Möglichkeiten, unseren Geist objektiv zu benutzen und nicht subjektiv. Und gerade in einem Meditationskurs kann einem das schon helfen, einen mehr Abstand von sich selber zu nehmen. Wir denken immer, dass die Erleuchtung etwas ist, was nebelhaft in weiter Ferne für spirituelle Genies existiert, womit wir überhaupt keine Verbindung haben. Der Buddha hat so gesagt, am Ende der Lehrrede über die Achtsamkeit hat er Folgendes gesagt. Wenn jemand wirklich Achtsamkeit übt, 7 Jahre lang, so muss er ohne Zweifel
zu der Frucht des entweder Nichtwiederkehrer, das heißt des fast Erleuchteten oder des Erleuchteten kommt. Dann hat er gesagt, ach nein, nicht 7 Jahre, 6 Jahre, 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr. Er sagt, nein, nicht mal 1 Jahr, 11 Monate, 10 Monate, 9 Monate, 8 Monate, 7 Monate, 6 Monate, 5 Monate, 4, 3, 2, 1 Monat. Er hat gesagt, nein, nicht mal das. 7 Tage lang. Vollkommene Achtsamkeit. Dann muss er ohne Zweifel zu der Frucht des beinahe Erleuchteten oder Erleuchteten kommen. 7 Tage. Wie viele Tage haben wir noch? 7 Tage. 7 Tage sind noch da, ne? Also, mal sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, das wäre genug für heute Morgen.